Hallo, dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Silken Haarentfernungssystem verwenden und pflegen. Silken ist ein technisch ausgefeiltes Gerät zur eigenhändigen Haarentfernung, das die innovative und klinisch getestete Home Pulsed Light Technologie HPL einsetzt, die auf von Hautexperten und Ärzten in Beauty-Salons und Kliniken verwendeten Technologien basiert. Silken ist nicht zur Anwendung durch alle Personengruppen geeignet. Um entscheiden zu können, ob es dazu geeignet ist, von Ihnen verwendet zu werden, lesen Sie bitte das Silken-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen und persönliche Benutzerhinweise finden Sie auch unter www.silken.com oder auf Ihrer regionalen Silken-Webseite. Sollten Sie danach immer noch Bedenken haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat. Um die sichere und effiziente Haarentfernung zu Hause mit Silken zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, alle entsprechenden Vorgaben einzuhalten. Silken kann sowohl von Männern als auch Frauen verwendet werden und dient zum Gebrauch im Gesicht und im Bereich der Brust, der Unter- und Oberarme, der Bikinizone und der Beine. Am besten funktioniert Silken bei dunkleren Haaren. Sollte die Körperbehaarung, die Sie entfernen möchten, weiß, grau oder blond sein, ist Silken möglicherweise nicht für Sie geeignet. Der von Silken abgegebene Lichtimpuls wird von den unter der Hautoberfläche liegenden Pigmenten im Haarschaft absorbiert. Dies verhindert die Entwicklung des Haarfollikels und verzögert das Haarwachstum. Das Ergebnis: langfristige Entfernung unerwünschter Behaarung. Es ist einfach, komfortabel und Sie können es zu Hause vornehmen. Silken besteht aus einer Basiseinheit und einem tragbaren Applikator. Der Applikator verfügt über einen Impulsknopf, mit dem Lichtimpulse abgegeben werden, und einem Einweglichteinsatz, der von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden muss. Auf der Bedienoberfläche der Basiseinheit befindet sich ein Hauptschalter, mit dem man Silken einschaltet, mit Statusleuchten für den Standby und den An-Modus. Zusätzlich sehen Sie eine Bereitschaftsleuchte, die Ihnen sagt, wann Silken bereit zur Abgabe eines Lichtimpulses ist, und Knöpfen zum Einstellen der Energiestufe. In dem gedruckten Handbuch finden Sie alle Hinweise dazu, wie Sie die Energiestufe einstellen. Auf der Bedienoberfläche finden Sie noch drei weitere Anzeigeleuchten. Die zweite zeigt Ihnen den Zeitpunkt an, zu dem Sie den Einweglichteinsatz austauschen müssen. Später in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Einweglichteinsatz austauschen. Die dritte Anzeigeleuchte weist Sie auf Fehlfunktionen des Systems hin, für die der Kundendienst in Anspruch genommen werden muss. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Silken ordnungsgemäß verwenden, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Sie sollten Silken nicht verwenden, wenn Sie frisch gebräunt sind oder kürzlich der Sonne ausgesetzt waren. Wie alle auf Licht basierenden Haarentfernungsmethoden eignet sich HPL nicht für von Natur aus dunkle Hauttöne. Silken ist ein elektrisches Gerät. Dementsprechend sollte es nicht im Wasser verwendet werden oder in der Nähe von Wasser abgelegt werden. Stellen Sie sicher vor der Verwendung von Silken alle im Benutzerhandbuch aufgeführten Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben sorgfältig gelesen zu haben. Nachdem Sie Silken an die Steckdose angeschlossen haben, wird die Standby-Anzeigeleuchte aufleuchten. Drücken Sie dann den Hauptschalter, um Silken anzustellen. Es wird die Anzeigeleuchte Power On aufleuchten. Zu Ihrer Sicherheit wird Silken immer auf der niedrigsten Energiestufe starten. Dies kann aber vor Gebrauch angepasst werden. Die Einstellung der Energiestufe bestimmt die Intensität der während der Behandlung auf Ihrer Haut abgegebenen Lichtimpulse. Höhere Energiestufen sind effizienter, können aber auch höhere Risiken und größere Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Zum Einstellen der Energiestufe drücken Sie die Plus-Minus-Energiestufen-Einstellknöpfe, bis die gewünschte Energiestufe durch die Energiestufen-Anzeigeleuchten angezeigt wird. Rasieren Sie die gewünschte Stelle, bevor Sie Silken verwenden. Stellen Sie dann sicher, dass die Haut absolut trocken und sauber ist.
Nun können Sie beginnen. Platzieren Sie die Applikatorspitze auf die zu behandelnde Stelle und achten Sie darauf, dass sämtliche Kanten des Lichteinsatzfensters in vollem Umfang auf der Haut aufliegen. Drücken Sie dann den Impulsknopf, um einen Lichtimpuls abzugeben. Silken verfügt über ein angebautes Sicherheitssystem, das dafür sorgt, dass nur dann Lichtimpulse abgegeben werden, wenn das Lichteinsatzfenster auf die Haut zeigt. 3,5 Sekunden nachdem der Lichtimpuls abgegeben wurde, ist Silken wieder voll für den nächsten Impuls aufgeladen und die Bereitschaftsleuchte leuchtet auf. Platzieren Sie jetzt die Applikatorspitze auf den angrenzenden Hautbereich und geben den nächsten Impuls ab. Stellen Sie sicher, dass die Impulse in nebeneinander liegenden Bereichen abgegeben werden. Arbeiten Sie weiter in dieselbe Richtung und decken Sie den Bereich systematisch ab. Vermeiden Sie überlappende Bereiche und wiederholte Impulse an derselben Stelle, da dies das Risiko negativer Auswirkungen erhöhen kann. Überprüfen Sie Ihre Haut immer während und nach der Verwendung. Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, beenden Sie die Anwendung umgehend. Während der ersten 3 bis 4 Anwendungen sollten Sie Silken im Abstand von 2 Wochen verwenden. Danach können Sie Silken immer dann verwenden, wenn das Haar nachwächst. Aufgrund des Haarnachwuchszyklus kann es 18 bis 24 Monate dauern, bis durch mehrfache Anwendung nachhaltige Ergebnisse sichtbar sind. Um ein gesundes, ästhetisches Ergebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie jede über ein sehr geringes Maß hinausgehende Sonnenbestrahlung für den Zeitraum von 4 Wochen vor bis 2 Wochen nach der Behandlung. Und schützen Sie Ihre Haut während der Behandlung und mindestens 2 Wochen danach, in jedem Fall mit einem Sonnenschutzmittel mit sehr hohem Lichtschutzfaktor. Während der Behandlung mit Silken kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Diese sind selten und meist nur vorübergehend. Sollte es bei Ihnen zu Beeinträchtigungen wie Hautrötungen oder anhaltendem Wärmegefühl der Haut kommen, verwenden Sie Silken nicht weiter und konsultieren Sie umgehend Ihren Arzt oder Hautarzt. Der Einweg-Lichteinsatz reicht für eine begrenzte Anzahl von Lichtimpulsen aus. Für gewöhnlich ist es genug, um Gesicht, beide Oberarme und Beine, die Bikinizone und die Unterarme einer Frau zu behandeln. Nachdem 90% der Impulse des Einweg-Lichteinsatzes verwendet wurden, Anzeigeleuchte auf der Bedienoberfläche aufleuchten und damit anzeigen, dass der Einweg-Lichteinsatz sich dem Ende der Nutzungsdauer nähert. Nachdem alle Lichtimpulse verbraucht wurden, Anzeigeleuchte dauerhaft leuchten. Und es können keine weiteren Impulse abgegeben werden. Nun muss der Einweg-Lichteinsatz ersetzt werden. Der Austausch des Einweglichteinsatzes ist simpel. Stellen Sie Silken zunächst ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Fassen Sie nun den Einweglichteinsatz an beiden Seiten an und ziehen ihn aus der Fassung des Applikators. Entsorgen Sie den gebrauchten Lichteinsatz im Hausmüll. Entnehmen Sie nun einen neuen Einweglichteinsatz aus der Verpackung und drücken Sie ihn vorsichtig an die vorgesehene Stelle. Mehr müssen Sie nicht tun. Das Silken-System ist bereit für Ihre nächste Haarentfernungsbehandlung. Wir hoffen, Sie fanden dieses Video hilfreich. Home Skinnovations dankt Ihnen dafür, dass Sie sich für Silken entschieden haben. Mit unserer revolutionären HPL-Technologie sind Sie auf dem Weg dazu, eine gesunde Art der Haarentfernung ganz bequem bei Ihnen zu Hause erleben zu können. Sollten Sie Fragen haben? Kontaktieren Sie bitte ein Silken Customer Service Center.